David gegen Goliath heute Abend. Und natürlich hält man da immer eigentlich eher zum Underdog. Allerdings, es gibt Probleme außerhalb des Spielfelds mit Marokko. Ja, bei den Spielen von Marokko hat es bei dieser WM schon schlimme Ausschreitungen gegeben. Höchste Alarmbereitschaft deshalb vor dem Halbfinale heute gegen Frankreich. Die Nationalmannschaft Marokkos. Sie gewinnen von Spiel zu Spiel und haben jetzt schon WM-Geschichte geschrieben. Nun winkt der Einzug ins Finale, ausgerechnet gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich. Doch so stark sich die Löwen auf dem Platz zeigen, so gewalttätig wird nach den Siegen in den europäischen Städten randaliert und zerstört. Nach dem zweiten Gruppenspiel kommt es in Brüssel zu den ersten schweren Ausschreitungen. Etwa 100 Polizeibeamte gehen mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Fans vor. Autos werden zerstört, Schaufenster gehen kaputt. Laut der Telegraph werfen die Anhänger Feuerwerkskörperflaschen und legen Brände in der belgischen Hauptstadt. Es gibt ein Dutzend Festnahmen. Die Randale ziehen sich bis nach Holland. In Rotterdam finden sich 500 Menschen in der Nähe des Zentrums ein, um Feuerwerkskörper und Flaschen auf Polizisten zu werfen. Die Beamten wehren sich mit Schlagstöcken und Schilden. Nach dem Einzug in das WM-Achtelfinale kommt es erneut zu Ausschreitungen in Brüssel. Allein 18 Personen werden verhaftet. Im Vorfeld gibt es Straßensperrungen und Parkverbote, verhindert zunächst Schlimmeres. Die Fans feiern den Sieg gegen Kanada mit Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern, auch auf Polizeibeamte. In Antwerpen kommt es allein zu 35 Festnahmen, nachdem 3 Polizisten verletzt wurden. Kurze Zeit nach dem Achtelfinaltriumph muss die Polizei in Belgien ausrücken. Hunderte Marokkaner werfen Gegenstände, 119 Randalierer werden festgenommen in Rotterdam. Fliegen erneut Feuerwerkskörper, schwere Böller werden gezündet. Ein Polizist erleidet einen Gehörschaden. Auch in anderen niederländischen Städten kommt es zu Randalen, Sachbeschädigungen und Festnahmen. Selbst Rettungskräfte werden angegriffen. In Lille kommt es zu Straßenbränden und explodierenden Feuerwerkskörpern. Die Polizei geht geschlossen gegen den Mob vor. Auch im französischen Avignon müssen rund 100 Polizisten gegen Randalierer vorgehen. Sie zerstören Schaufenster und beschädigen Autos. Die französische Staatsanwaltschaft ermittelt. Zu den wohl schlimmsten Ausschreitungen kommt es nach dem Viertelfinalspiel gegen Portugal. Dieses Mal gibt es einen europaweiten Brandherd mit der traurigen Bilanz eines Schwerverletzten. Mehrere tausend Marokkaner feiern den Sieg in Mailand. Es kommt zu einem Streit. Ein Fan, der schlichten möchte, wird mit einer Stichwaffe am Hals verletzt und schwebt seitdem in Lebensgefahr. In Paris gehen 20.000 Menschen auf die Straßen. Nach friedlichen Feierlichkeiten eskaliert die Gewalt in einigen Orten. Die Polizei muss mit Tränengas und Schlagstöcken einschreiten. Es werden 74 Personen festgenommen. In Amsterdam zünden Fans schwere Böller. Der Bürgermeister ruft den Notbefehl aus. Zudem kommt es zu weiteren Sachbeschädigungen und Festnahmen. Auch in Deutschland feiern mehrere Tausend in den Städten. Es werden Böller und Bengalos gezündet, Flaschen und Gegenstände werden auf Beamte geworfen, ein Polizist wird dabei verletzt. Neben den Ausschreitungen in Europa und Deutschland werden vermehrt palästinensische Flaggen gezeigt. Ein klares politisches Symbol, das gezielt gegen den Staat Israel geht und für Antisemitismus wirbt. Wie das Spiel heute Abend auch ausgeht, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder zu Ausschreitungen und hässlichen politischen Symbolen in Europa kommen.